Alarm! Guten Abend und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zum Spiegel TV Themenabend bei Vox. Bad Taste ist das Thema des heutigen Abends. Aber Sie müssen sich keine Sorgen machen, denn der schlechte Geschmack, den wir Ihnen heute präsentieren wollen, ist absolut erfolgreich. Hüter der Moral und des künstlerisch Wertvollen schreien entsetzt auf, wenn sie irgendwann einmal feststellen, was sich immer mehr Menschen zu Hause in ihren Puschenkinos so anschauen. Simples und damit leicht Verständliches aus den Werkstätten der Billigproduzenten. Seid ihr bereit, das Opfer für den Meister zu bringen? Ja! Das Opfer aus eurer Mitte wird den Meister zurückbringen. So soll es geschehen. Bringt sie herein! Die meisten B-Movies, die gerade in Deutschland produziert werden, sind Horror- oder Psychofilme, sage ich mal, weil die natürlich am einfachsten zu realisieren sind. Wenn man in den Bereich Actionfilme geht, wird es schon etwas schwieriger, weil dort dann doch aufwendige Special-Effekte nötig sind. Und deswegen ist es meistens im Bereich Horror und Grusel in diesem Bereich anzusiedeln. Das ist also das typische B-Movie-Genre, was in Deutschland produziert wird. Das Erfolgsrezept Sex und Gewalt funktioniert jenseits von Klassen und Zeitgeist. Du, da ist jemand. Ja, dein Freund. Komm, lass uns wegfahren. Da draußen ist jemand. Nein. Da draußen ist jemand. Ich habe ihn doch gesehen. Versucht mit wenigen Mitteln eine Darstellung zu schaffen, die halt auch den Zuschauer in seinen Bann zieht. Ich sage mal, wenn wir unseren Film vorführen und sehen bei einer Szene, wo wirklich viel Blut spritzt oder fließt, dass sich der Zuschauer leicht abwendet, dann ist genau das erreicht, was wir eigentlich erreichen wollen. Also es ist einfach, es macht einfach Spaß, die Leute zu schocken oder zum Gruseln zu bringen und einfach zu sehen, was ist technisch möglich, was können wir als selbst angelernte Leute mit diesem Medium anfangen, was haben wir für Möglichkeiten, mit wenig Geld dieses zu realisieren? Ich habe Angst! Trotz spärlicher Technik und eingeschränkten Know-hows gelingt es den Produzenten von B-Movies, heftige Emotionen zu erzeugen. Grenze ist auf jeden Fall, wenn ich in einem Film, der wirklich Splatter durchzogen ist, also gerade brutal, sage ich mal, durchzogen ist, ich dort keinen Funken Humor mehr betrachten kann. Wenn es also wirklich nur stur auf das Abschlachten, sage ich mal, von Menschen geht, dann ist für mich eine Grenze erreicht, die ich persönlich auch nie produzieren und auch nie drehen würde und vor allen Dingen auch nie vertreiben würde. Er kann sich jedoch überall auf der Insel aufhalten. Wenn es sich um eine fiktive Story handelt, in der auch erklärt wird, warum das im Endeffekt passiert, also nicht nur der Mord des Mordes willen, sondern wenn eine Geschichte dahinter steht, dann gibt es eigentlich wenige Grenzen, die man nicht ausloten kann, denn im wirklichen Leben gibt es auch keine. Hast du das auch? Die grenzenlose, unzensierte Darstellung des schlechten Geschmacks jenseits aller Tabus zielt unmittelbar auf Emotionen. Jenseits von Gut und Böse ist Intellekt einer Herausforderung eher hinderlich. Sei bloß vorsichtig hier. Ich pass schon auf. Oh, großer Gott! Gott, das ist ja schrecklich. Wenn man einen Armstumpf einfach, man nimmt ein Eisbein, man hält das praktisch vorne hin, macht es ein bisschen Blut, dann kann man auch richtig reinbeißen, das schmeckt sogar. Und das sieht dann schon wirklich eklig aus. Und das ist halt das, was mir halt wirklich Freude macht, wenn dann die Leute, ganz insbesondere auch meine Mutti, die sitzt dann da und guckt sich an, was habe ich da nur großgezogen? Oh Gott, Junge, wie kannst du sowas drehen? Einfach nur spaßig, wenn die Leute so reagieren. Also sowas, da wo auch wirklich Innereien und so, solche Sachen, das finde ich schon echt lustig.
Es ist wohl richtig, dass immer mehr Erotik in die einzelnen Filme einfließt, wo natürlich dann meistens auch der böse oder die böse Person eine unheimlich verführerische weibliche Person ist. Warum das in letzter Zeit so gemacht wird, kann ich so nicht nachvollziehen. Haben wir in unserem Film also auch strikt vermieden. Aber der typische Horrorfan ist, glaube ich, nicht so derjenige, der auf diese sexuellen Sachen sehr viel Wert legt. Auch ohne Sex ist der billige Horrorstreifen effektvoll inszeniert. Der Trash-Produzent hofft, mehr als 3000 Videos dieses B-Movies zu verkaufen. So wird sein Film profitabel. Ich mache wahrscheinlich drittklassige Filme und keine zweitklassigen Filme, weil mit einem Budget von 250.000 Mark, was CrossCup gekostet hat, kann ich keine großen Produktionen machen. Die Frage ist, wie wird der Film hinterher aufgenommen und mit welchem Auge betrachte ich diesen? Wenn ich ihn natürlich mit Armageddon oder mit 100 Millionen Dollar teuren US-Produktionen vergleiche, dann kann ich natürlich nur verlieren. Aber das mit Stil, auch wenn der meist blutig ist. Doch immerhin. Filmfreaks wie Oliver Krekel verpassen dem im Komödien einerlei erstarrten Geschäft Impulse ganz eigener Art. Und vielleicht kommt der Durchbruch ja noch.